Servus, meine Freunde, da bin ich wieder, euer Grollschbier 007. Und diesmal schauen wir mal, ist ein Rowdy Sedan am Start. Wenn ihr euch jetzt fragt, was erzählt er? Audi RS3 Sedan von 2020 habt ihr ja vor euch. Und an der Stelle von mir aus nochmal eine kleine Bitte. Erstens, Daumen da lassen, wenn es möglich ist. Ein Kommentar da lassen wäre auch super. Glocke aktivieren, das übliche Spielchen. Und viertens, es wäre richtig cool, wenn ihr länger als 3 bis 4 Minuten gucken würdet. Würde mir ganz doll gefallen. So, also, Rowdy Sedan. Und ja. Mit einem an dieser Stelle ja, ein ziemlich cooles Design, gefällt mir sehr. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. So wollte ich ja. Ich weiß es nicht. Aber gefällt mir. So, jetzt haben wir genug geschnackt. Ah ja. Wichtiger Fakt wollte ich gerade sagen. Das Ding ist zurückgesetzt worden auf ja, Basis. Nicht, dass sich irgendjemand beschwert oder so. Er ist, wie er ist. Und weil das so ist, müssen wir jetzt mal eine kleine Runde mit ihm fahren. Und ich hatte ja schon ein paar Rowdies am Start. Und das sieht also ungefähr wie folgt aus. Da ist der Sedan mit 400 PS. Also ich würde ihn in der Basisversion auch ungefähr hier in der Richtung mal so einsortieren. Bedeutet, ich sage einfach mal irgendwo hier unten. Ich markiere jetzt die da. Na, komm schon. Irgendwo da unten wird er sich etablieren, denke ich. LI passt, PS-Zahl passt, Gewichtszahl passt, also muss er ungefähr an der Kreuzung bei Old Mamas Haus irgendwo 8 Minuten 30 oder so ankommen. So roundabout, wenn das einigermaßen passen soll. Gut, dann nein, das ist doch falsch. Ich will meine Veranstaltungen. Goliath ohne 3 Wattage. Ist ja immer das Beste. Anhören tut er sich ziemlich cool, finde ich. Aber anhören ist eine Sache, fahren ist eine ganz andere. Und ich glaube, ich habe den auch schon mehr oder weniger mal ein bisschen getuned gehabt. Den muss ich gleich suchen. Aber ja, let's go. Gut. Telemetrie an. Der geht ja richtig direkt rein. Tja, wie soll ich sagen, ja? A little bit rutschig.
Ja, das kann er denn doch nicht. Eckdaten. Solltet ihr es gerade nicht gesehen haben. 400 PS, roundabout. Gewicht 1630 Kilo. Li 734. A-Klasse. Also vom Leistungsindex. Wenn ich das jetzt auf die Idee kommt, das wäre eine A-Klasse. Ich weiß schon, dass das ein Audi ist. Puh, da haben wir aber ganz schön gecuttet, Christian, wa? Ne? So. Und? Der Sound ist doch geil, oder? Also das, was ihn definitiv hielt, ist der Grip auf den Reifen. Ansonsten ist er sehr direkt. Und aufgrund der Direktheit muss man immer aufpassen. Kurvenausgang kann er, verliert er dann immer so ein bisschen leicht die Haltung, wollte ich gerade sagen. Die Haftung. Und wie sieht das so für ein S gehört? Allradantrieb und für ein RS gehört das generell zum guten Ton. Ja, schwer zu sagen. Eigentlich ist er ganz cool. Warum der Strauch ihn jetzt so ausgebremst hat, weiß ich nicht. Habe ich gerade nicht verstanden vorher. Die ist denn doch ein bisschen enger, wie ich dachte. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, warum ihr immer nur 4 Minuten guckt von den Videos. Warum guckt ihr euch die nicht bis zu Ende an? Würde mich mal echt brennend interessieren. Also maximal 4 Minuten. Mal gucken, ob er sie komplett macht. Ja, macht er. Stempeln, stempeln, stempeln. Wer ist hier quer? Siehst du mir? Okay, Lastwechselmarker gar nicht. Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit dran.
dass er einfach nur Sportreifen drauf hat und keine Semislicks. Also Reifenqualität vor den Semislicks. Also das war jetzt schon Festival-Spiegelliste-reif quasi, diese Kurve zu cutten. Wenn ich das eine drin lasse, dann muss ich das andere auch drin lassen. Also er wird vorne relativ weich, wenn er auf die Bremse latscht. Er sinkt sehr tief ein. Und demzufolge kommt er dann mit dem Heck rum. Das kann man nutzen, um ihn eventuell ein bisschen besser um die Ecke zu bekommen. Um die Kurve. Kann man ein Auto um die Ecke bringen. So, Old Mamas Haus. Mal gucken. Ah, das habe ich gepatzt. Da habe ich mich nicht konzentriert. Auch noch falsch angefahren. Dann kann das nichts werden. Oh, wow, 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 wow. Acht Minuten, sechs, sieben, neun, zehn. Siebzehn bedeutet 16,5 ungefähr. 16,5 wäre gar nicht so schlecht, wenn Christian es nicht versaut. Oder der gute Geräusch. So, 300 km/h Kurve. Ich denke, er ist sauber gefahren. Wobei wir nur 250 drin sind oder 260. Und auch dennoch losgelassen haben. Weil ich nicht so richtig Bock hatte,
in die Botanik zu fliegen. Ja, und das nächste Video dürfte normalerweise, wenn nichts schief geht, um den neuen TTRS gehen. Schön gemacht, die Kurve, diese S-Kurve. Also, neuer TTRS, der fährt sich schrecklich. Was heißt schrecklich, aber nicht gut. Also schrecklich wäre jetzt ein bisschen zu hart übertrieben, aber wenn ich da diesen hier mache, in der Basisversion, nach dem zweiten Schlenker fängt ihr an zu driften. Ihr werdet sehen im neuen Video. Ich weiß nicht, was Forza sich da gedacht hat. Wahrscheinlich nichts. Oder vielleicht doch. Weil ich bin ja das Spiel 2021 und von daher gesehen brauche ich mir nichts denken. Oh. Oh. Ich habe gedacht, er würde jetzt einen kleinen Flieger machen, und zwar in die Botanik. Mal kurz einen auf Walter gemacht. Angeschlenkert auf der einen Seite, und damit ich mit dem nächsten Schlenker in die Kurve reinkomme, quasi ein Links-Rechts-Schlenker. Wie Walter Röhrl zu seinen besten Zeiten. Links antäuschen, rechts vorbeigehen. Ah, da hätte ich vielleicht nicht bremsen sollen. Können die Reifen nicht. Können einfach die Reifen nicht. Das kriegen sie nicht hin. Das kriegen sie einfach mal nicht gestempelt. Da kriegen sie die Beschleunigungskräfte einfach nicht abgefangen. In Grip umgesetzt. Das schaffen die Reifen nicht. Cutten ist gut. Aber so ein bisschen Fairness sollte das schon bleiben, Christian. Ja, war auch doll gecuttert, gebe ich zu. Und es war auch leicht unfair. Noch hat er noch Luft nach oben? Nö, hat er nicht. Da fehlt ihm einfach die Puste, um da auf dem Stück zu beschleunigen. Oder die Übersetzung, je nachdem.
So, jetzt bin ich gespannt. Ja, oben hat gepasst, unten ist er einfach zu schnell. Da muss ich einfach ein bisschen auf die Bremse latschen. Genau das gleiche wie dich. Na, haben sie schon gequietscht? 10, 15, 20 km mehr und er wäre einfach mal weg gewesen. Also es hat eher, glaube ich, eher nichts mit dem Auto zu tun generell, sondern wirklich was mit den Reifen. Botanik. Gut, den lasse ich jetzt einfach drinnen, weil ich da schon ein, zweimal so richtig ordentlich gecuttet habe. So, wo ist der Hund? Boah, er hat es über die Straße geschafft, verdammt. Ja. Was? Ist er schon wieder zurück? Der ist einmal hin und zurück gelaufen, der Hund. Ich habe nicht ein einziges Mal erwischt. Scheiße, verflucht. Hätte es einen Hotdog gegeben. Ein Rowdy Dog. Ja, also auf jeden Fall wird es ein 17-10. Ist nicht ganz die Mitte. Wahrscheinlich die Kreuzung beim Old Mamas Haus. Zumindest nicht für jedes Auto. Zehn, 13. Okay. 17, 13, 472. Wobei das natürlich vollkommen eine Makulatur ist. Wir werden ihn ganz einfach mal in Orange markieren. Erstmal reinschreiben, was fehlt. Grip.
Kurvenausfahrt. Schreib einfach mal Kurvenausfahrt, Vorsicht, übersteuern. So. Zakabushi. Hier kommt die Uschi. Zack, zack. Okay, da ist er. Ich hätte gedacht, er wird ein bisschen weiter hier oben landen. Aber die haben alle. Also eine 16,50 hätte ich ihm auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise gegönnt. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und da schummeln wir auch nicht. So. Dann werden wir uns mal den nächsten hier vornehmen. Den markieren wir mal in grün. Und warte, stopp, stopp, stopp. Wir müssen ja mal was testen hier. Also das ist schon schon ein bisschen AMG-Style, also mag ich. Mag ich sehr, wenn dieses so blubbert, so brummt, so aus den Tiefen des Motorraums einfach anfängt zu rumoren. So. Launch Control. Feuer. Keine Spur. Cool. So. Auto wechseln. Ich habe ja gesagt, ich habe einen. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob der geil ist. Da ist er. Sofort mal eintragen. Na, komm her. Cursor, wo bist du da? Zack. Ich habe eine 856 und ich habe 642 PS, 1403 Kilo. Einsteigen. Ja, ich möchte ihn gerne geliefert haben. Parsival oder? Wie auch immer ihr heißt. All Freight. So. Und das hier ist ein eindeutiges Stewie-Design. So. Tunen. Speichern. Ich gehe mal davon aus, dass das Street V2 ist. Dass ich jetzt gerade hier fahre. Ja, es ist das Street V2. Nee, doch nicht. Noch anders? Okay. Denn es ist das Street 4-3.
Auch kein Problem. Teilung. So. Jetzt lasst uns einfach mal gucken, wo der eventuell landen könnte, der Sedan. Der ist noch ein bisschen leichter, als ich würde. Nach Leistungsindex, PS und Kilozahl irgendwo hier oben tippen. Die können wir jetzt mal wegmachen. Da oben würde ich ihn reintippen. Aber das werden wir jetzt feststellen. Und damit müsste er 7 Minuten 25 um die Ecke. 7 Minuten 20, 7 Minuten 30, sowas bei Old Mamas Haus sein an der Kreuzung. Oh, ich habe ja den Chat an. Das ist natürlich blöde. Chat an wäre doof, weil sind nur die Einstellungen mehr oder weniger von der Spielliste. Okay. Let's rowdy. Und wenn ihr denkt, der Audi, der pfeift auf dem letzten Loch, dann tut das. Aber das Gute ist ja, er hat zwei Löcher hinten, wo er pfeifen kann. Nicht wahr? Und die sind gar nicht so klein. Das war jetzt ein bisschen unfair gecuttet. Also Nocke drinne, Turbo drinne, Auspuff drinne und noch so ein paar andere Schweinereien. Da habe ich es nicht richtig angefahren. Das müssen wir nochmal machen.
shit. Jetzt halte ich mich nur wirklich an dieser scheiß komischen, bekloppten S-Kurve auf. Ah ja, Fahrwerk drin, Reifen verbreitert und so. Semi-Slicks dürften drauf sein, aber wir gucken am Ende mal, was ich alles gemacht habe. Getriebe und so. Differential. Also all die üblichen Verdächtigen, die man braucht, um da was einstellen zu können. Lasse ich jetzt einfach mal drin. Und das habe ich damit wieder rausgeholt. Gerade so im Arsch die Fahne bekommen. Aber nur, weil ich auf das A gedrückt habe. Für die Handbremse. Also nur, um das schon vorwegzunehmen, der Sedan gefällt mir wesentlich besser wie der TTRS von 2020. Lass mal auch drin. Er ist halt so ein kleiner Brüller, ne? Kannst du machen, was du willst, ne? Bist du Brüller, bleibst du Brüller. Ja, da wären auch wahrscheinlich 200 gegangen. Oh, ich habe ja gar nicht auf Telemetrie umgeschaltet. Ja, gut. Hey, 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 hey. Na, das war jetzt zu viel. Na, 7 Minuten 20 wäre wohl die bessere Alternative. Dafür, dass am Ende immer so ein bisschen
es knapp wird, wenn man es verdoppelt. Ich glaube, das reicht nicht. Vielleicht doch? Shit. Ich kann es nicht einschätzen. Zehn. Das hört sich ja schon mal nicht falsch an. 7,10 HS, 14,20. Noch ein bisschen was draufgerechnet. Siebenunddreißig, 7,40. So, 300 km/h Kurve. Den Laternenpfahl lassen wir einfach mal drinnen. Ja, man kann es nutzen. Dass er hinten das Beinchen hebt. Ich glaube, vom Handling wäre wahrscheinlich sogar noch mehr Dampf drauf gewesen. Da hat mich die Bodenwelle da vorne ausgehebelt. Wer kennt sie nicht? Die Killer-Bodenwelle. Zu schnell. Shit. Das Problem ist nicht das Auto. Das Problem ist der blöde Typ am Controller. Die Kombination hat gut funktioniert gerade.
Also ganz so unfair brauchen wir jetzt nicht sein. So, kann er? Oder kann er nicht beschleunigen? Jo, ich denke, er kann beschleunigen auf dem Stück. Zwar nicht doll, aber er kann. Wahrscheinlich hätte ich auch gar nicht so viel vom Gas runtergeben brauchen. Wahrscheinlich hätte es auch Vollspeed gemacht. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen unfair. Hätte ich vorher vom Gas runtergehen müssen. Oder ja, eher auf die Bremse. Manu, was ist das denn? Ja, 250 für die Kombination ist okay. Dafür bezahle ich jetzt hier. Wenn du so auf Messerschneide fährst, ne, so und dein Eimer nicht aufpasst, dann hast du ein Problem. Oder einmal den Bremspunkt so leicht verpasst. Einlenkpunkt. So, Hund, geh aus dem Weg, hier kommt ein Brüller. Ja, ich hab's versaut.
Mein Fehler. Ich will gar zu viel. Na, auch wieder ganz schön doll gecuttet. Was habe ich gesagt? 14:20, 14:30. Tja, wird eine 14:50. Vierzehn, 47, zack, zack. Und wenn ihr jetzt gerade schon aufgepasst habt, dann hat er ein paar Leute Jan schön verärgert. Und dass er so dicht da dran ist, das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Annähernd gleiche Gewichtszahl. 60 PS weniger. 10 LI-Punkte weniger. Und so dicht am TTRS dran von 2018. Alter Vater. Das ist, oh, falsche Zahl genommen. Ah, verflucht. Ich muss die 1448 nehmen. Vierzehn, 48, 9, 3, 2. Mist, wie machen wir das jetzt? Einmal zurück und nochmal von vorne. 14, 8, 4, 9, 3, 2. Wir wollen ja nicht ungehörig schummeln und so, weil sonst macht das ja alles keinen Sinn. Okay, jetzt hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert, aber doch besser als gedacht. Definitiv. Aber was so eine Sekunde ausmachen kann oder zwei, ne? Gut. Wir wollen mal gucken, ob der jetzt hier einen Streifen ziehen kann.
Wobei das jetzt natürlich total unfair ist, weil geregnet und so. Aber egal. Feuer. Ja, ich glaube, so ein paar leichte Streifen habe ich da gesehen. Ach so, das ist Flutlichtbeleuchtung. Na? Vorhin habe ich gerade zwei Streifen gesehen, oder? Mal die Kamera an. Nicht? Oder schon weg? Okay. Vielleicht schon weg. Gut, also, ich bin euch noch schuldig, was, wie, wo, wer getuned. Getuned. Nee. 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 Nein. Ja. Ne? Die Semis liegt drauf. Logisch. Breite Reifen, wo geht? Rausgeschoben haben wir sie. Da haben wir nichts gemacht. Kupplung, Schaltung, Antriebswelle, Differential, Bremse, Fahrwerk. Na? Stabis eingebaut, beziehungsweise Fahrwerksverstärkung, und dann haben wir noch ein bisschen was aus dem Gewicht, vom Gewicht entfernt. Jetzt kommt der spannende Teil. Ich glaube, oh, beim Turbo haben wir nichts gemacht, okay. Und da haben wir auch nichts gemacht. So, also jetzt wisst ihr, wie das Ding aufgebaut ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bummelt nicht so. Und nicht vergessen, Daumen, Glocke, Herzchen, Kommentar. Und sagt mir bitte, warum ihr nicht das ganze Video guckt. Interessiert es euch nicht? Habt ihr keinen Bock drauf? Seid ihr durch Zufall drauf gekommen? Und vielleicht bin ich auch einfach nur blöd. Und ich kann es nicht kommentieren oder wie auch immer. Schreibt alles rein. Haut rein, bummel nicht so, bis zum nächsten Mal, euer Trollspiel 007. Ciao!